Was hat denn Steam da wieder getrieben? Eine Neukalibrierung der Ränge. Alarm! 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 Das ist echt eine kleine Frechheit, dass dieses Update gerade jetzt kam. Ich meine, schön, mal gucken, was wir getrieben haben, aber wir haben gerade gestern meinen Rang neu eingespielt, damit ich wieder Overwatchen kann. Das ist echt ein bisschen frech. So ein Scheiß. Sie haben scheinbar Matchmaking-System ordentlich rumgedreht und dieses Mal eben so große Änderungen vorgenommen, dass sie es jetzt auch offiziell in diese Update-News reinschreiben und nicht einfach nur nebenbei herlaufen lassen. Also es ist wohl richtig dick was am Start. Man soll hier ins Spiel rein, ein weiteres Spiel machen und schon hat man seinen Rang. Manch einer wird sich dann richtig auf diesem Rang fühlen und andere vielleicht nicht so. Also da bin ich sehr gespannt. Gestern hatte ich nach einem Spiel den Supreme am Start. Und jetzt kann ich gerade wieder eins machen, weil ich nicht overwatchen kann sonst. Geil! Wir schauen dazu noch ganz kurz in die Update-News rein, was sie da so reinschreiben, ob da irgendwas Genaueres steht. Okay. Genau derselbe Text. Warte mal, ich gehe mal auf die Updates. So. Multiple changes to the competitive matchmaking algorithm. Ja, okay, aber hier steht jetzt nicht großartig drin, was sie schlussendlich verändert haben. Natürlich ist das ähnlich wie bei einem Anti-Cheat auch nicht notwendig oder gar nicht so gut, wenn die Spieler wissen, wie man schlussendlich bewertet wird, weil sonst könnte man das ja abusen. Ja, ja und sonst nur Game Instructor-Geschichten und Amber. Mhm. Dieses Update hätte heute gar nicht im Video vorkommen sollen, weil es auch eben erst kam. Eigentlich wollte ich über Folgendes sprechen. Sansa hat mich darauf hingewiesen, dass im Moment einige Bans reinfliegen. Diesen großen Bann haben wahrscheinlich einige von euch mitbekommen. Man sieht aber hier, dass das Ganze auch einfach noch weiterläuft. Es kommen richtig viele Game-Bans rein. Hier an diesem speziellen, ominösen 16. Juli waren es 4.498 Game-Bans und 275 Wack-Bans, die reingeflogen sind. Das Ganze geht dann hier drüben weiter. Man sieht, wie es am 23. anfängt zu steigen und dann richtig hochschallert. Bis auf 2.378 Game-Bans am 25. Juli und dann hält sich das hier auch noch eine ganze Weile über 1000 Gamebans pro Tag. Valve ist hier also ordentlich am Reinwürgen. Manch einer sagt, dass das am baldigen Update liegt, beziehungsweise eben am Jubiläum, das sie feiern werden und möglicherweise dann mit einem großen Update für CSGO unter anderem einhergeht und dass sie hier schon so ein bisschen aufräumen wollen. Es ist auf jeden Fall jetzt zum Update hin sehr auffällig, wenn man den Zoom resettet, dann sieht man, dass hier vorne nicht allzu viel passiert ist. Also hier war es ziemlich gemütlich und jetzt plötzlich geht das los und wird ordentlich reingeschallert. Für alle, die die Seite nicht kennen sollten, hier sieht man noch ein paar andere Daten, unter anderem eben auch wiederum Remove the Bans, das sind dann, ich glaube, ausschließlich Game Bans. Mitunter sieht man hier auch Wack Bans, die entfernt werden, aber das ist extrem selten, das sind die orangenen Ausschläge hier unten. Aber um aufs Thema zurückzukommen, man mauschelt hier von einem großen Update, für das eben aufgeräumt wird. Manch einer sagt eine neue Source Engine, andere sagen, und das halte ich für auf jeden Fall wahrscheinlicher, eine neue Operation. Source 2 halte ich eigentlich nur aus einem Grund für unwahrscheinlich, weil es eben schon so unglaublich lange heißt, dass es jetzt bald kommt, also unter Spielern natürlich, nichts Offizielles, dass man da eben ja langsam den Glauben dann doch schlussendlich verliert. Als ich damals noch jung war, vor über 10 Jahren, hieß es schon, Source 2 kommt bald. Und das hat sich bis heute gehalten. Es ist so ein bisschen wie das neue Half-Life, das, naja, halt, nicht kommt, ne? Ich würde mich natürlich freuen wie ein Schnitzel, wenn Half-Life 3 oder halt irgendwie Source 2 oder was ähnliches reingeschallert kommt. Aber ich denke, im Bereich des Möglichen liegt auf jeden Fall eine Operation. Und darauf hätte ich schon auch wieder Bock. Ja, ich hätte tatsächlich wieder Bock drauf. Mir macht es schon echt Spaß, diese ganzen Modis zu spielen. Ich habe zwar über die Jahre festgestellt, dass ich immer weniger Zeit aufbringen kann, um da richtig reinzuwurscheln, wobei ich die letzte Operation sogar fast, ich glaube, ich hatte sie fast, durch. Komm mal kurz rein. Ja, danach kommt eigentlich nur noch das nächste. Ich habe das, glaube ich, die letzten zwei oder drei Operations gesagt, dass ich sie unbedingt fertig machen möchte. Dass ich zumindest die Coin auf den höchsten Punkt bringe. Und ich glaube, Riptide war tatsächlich... Welche war denn vor Riptide? Scheiße, Mann, ja, die hätte ich mehr snacken sollen, nicht alter Depp. Oh Gott, die Map, ich erinnere mich noch. Ach du Scheiße. Da hatten wir so einen ekelhaften Loose einmal. Ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. Ich habe schon wieder vergessen. Insurgent! Insurgent-y! Oh Gott, das will. So, andere Operations, hallo? Ah, es war Broken Fang, oder? Ja, ja, es war Broken Fang, das war die. Ach Gott, wo man da. Oh. Gibt es noch eigentlich? Ja? Nee, das kaufe ich mir! No. Dazu würde ich gerne mal die Stats sehen, wer sich den Scheiß gekauft hat. Also ich könnte mir wirklich sehr gut vorstellen, dass eine neue Operation nachgedrückt wird. Im Moment gibt es ja noch diese Sache mit den Stickern. Ah, übrigens, Retake ist echt eine nice Sache. Das habe ich so gefeiert und dann nie gespielt, ne? Ich spiele gleich ein Retake. Ja, die Sache mit den Stickern ist ja auch gerade am Start. Ich glaube, es war ein Wettbewerb, bei dem man dann eben Sticker selbst herstellen konnte und einschicken konnte. Wir schauen mal. Das sind die Top 10 Sticker. Alter, Hyper Beast. Oh mein Gott. Ja, das kriegt einen Award. Fancy Pants. Let's go. Na sicher. Also wer einen Hyper Beast Sticker macht, der ist ja wohl total sweet. Oh, solche geilen Dinger.
Avat! Aber nur Slow Clap. Wäre nicht verrückt. Das ist schon echt nice. Das sind sehr, also das sind wieder Sticker, die sind, also der Hammer. Genau diese Teile. Sowas muss man mal ein bisschen rauspressen. Nicht immer sowas hier. Ich meine, klar, die Teams und yay und hin und her. Aber das sind Sticker, die hat man gerne mal am Start. Oder das hier. So, guck mal, wer guckt sich denn sowas an und sagt, ja, da freue ich mich total auf den Sticker. Mhm. Aber der hier. Ballert die Dinger raus. Ach du. Ganz große Klasse hier. Was ist das? Also, ich denke, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Operation. Natürlich lasse ich mich gerne überraschen von einem neuen Half-Life-Teil, von Source 2, von Source 3. Von deiner Mutter. Mir ist wurscht, was es ist. Solange es gut ist. Solange es gut ist. Und ja, eine Operation fände ich schon auch gut. Richtig, richtig bitter wäre es halt, wenn gar nichts kommt. Oder halt irgendwie, hey Leute, hier ist eine neue Kiste und ein Update. Die M41S hat noch 5 Schuss weniger. Ach, stopp. Ich wollte doch Takeaway. Wollte ich doch spielen. Ich wusste, dass es in Wargames ist. Jetzt noch ein bisschen Aim antrinken? Hä? Kann ich jetzt hier bitte mitspielen? Da bin ich jetzt da? Ah ja. Na klar, nehme ich AWP. Ist doch logisch. Ich bin Profi. Das ist einfach zu einfach. Retake, das ist es. Da fühle ich mich noch lebendig. Ja, aber ich will nicht nochmal eine AWP, danke. Wo sind denn die Mates? Krieg ich gleich in den Arsch. So, was siehst du jetzt? Ja, Mann, einer noch auf Short. Ich hätte dich genau, du Wutz. Mate, Achtung, sorry. So, was sind das Bots? Die laufen so komisch. Gut, ich defuse einfach mal, Jungs. Ihr könnt ja so lange noch irgendwas machen, wenn ihr wollt. Voll merkwürdig, alle sind tot und die... Da ist so einer, ich schwöre, ich hab den genau gesehen. Oh, MVP, weil ich MVP bin. Mit einem Kill. Endlich der Fame, der mir zusteht. Scheiß Paparazzis. Wenn eine neue Operation kommt, ich werde diesmal, Leute, dieses Mal... Werde ich schwören, hier live, im Video. Ich werde es richtig schön zusammenwurschteln. Aber Welfi, zum Ernst. Mach was Gutes zum 20-Jährigen. Und bevor wir gehen, Giveaway Time! Letztes Mal ging es ja um diese AWP Phobos, die ihr gewinnen konntet, wenn ihr kommentiert habt. Wir ballern hier den Videolink rein, filtern die duplizierten... Was hatte ich hier immer eingestellt? Oh, nee. Na, okay, gut, alles chillig. So, 12 Get YouTube Comments, Ellie Go, 40 haben wir an der Zahl und Join Premium? Nee, danke. Und los geht's. Wer ist der Gewinner des Phobos AWP Giveaway? Oh, Monsieur Ajax. Mein All-Time-Favorite ist nach wie vor das 2. Das war das Tiermaker-Video zu den Maps in CSGO. Monsieur, bitte einmal eine Meldung unter dem Video. Oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und dann bitte ich dich um deinen Trade-Link. Und den kannst du mir wie folgt schicken. Und zwar schreibst du mir nicht deinen gesamten Trade-Link dann in den Kommentar rein, weil sonst wird es als Link erkannt und möglicherweise halt gelöscht, sondern du machst es ja vorne weg. Und machst einfach das ab Trade-Offer rein. Also Trade-Offer, /new/ und dann so weiter. Und was wäre ich für ein Keck, wenn es kein neues Giveaway geben würde? Und dieses Mal gibt es keinen Skin, sondern diesen Patch zum Aufnähen für euren Agenten von Maus. Wer hier mitmachen möchte, schreibt einfach einen Kommentar. Und in diesem Kommentar sollte irgendwas zu den Agenten stehen. Also vielleicht welchen Agenten du gerade spielst, welchen du gerne hättest oder sonstiges. Also die Agenten in CSGO. Die hier, ihr wisst schon. Also rein mit euch, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare. Kommt in die Streams. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da wird immer gemeinsam gescheppert. Da gibt es große Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Also ran an die Speckes und bis gleich im nächsten Stream ab 18 Uhr. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die